Herzlich willkommen hier mitten aus der Natur. 8 Uhr morgens, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen in den Wald. Warum 8 Uhr morgens? Um 8 Uhr morgens ist der Blutzuckerspiegel am höchsten, dann schüttet die Leber massiv, also macht aus der Gluconeogenese, ja, sie generiert neues Zucker in deine Blutbahn, damit du Energie für den Tag hast. Und dann ist 8 Uhr immer sehr, sehr gut. Viele Menschen schlafen dann noch oder wie auch immer, sind dann noch müde, dann ist der Rhythmus ein bisschen außer Acht gelassen. Aber eigentlich hat die Natur das genauso vorgesehen, ja. Das verändert sich auch nicht. Aber es geht heute darum, gesunde Zellen aufzubauen. Es gibt ein bestimmtes Molekül, was überhaupt das Leben möglich gemacht hat auf dem Planeten. Und ganz viele wissen es nicht. Und ich werde euch genauestens erklären, was, welches Molekül es ist, wie man es steigert und wie man verhindert, dass es sinkt bei dir im Körper. Weil du bildest es unter anderem auch selbst. Und was du dafür benötigst. Ich hatte ebenfalls eine Autoimmunkrankheit. Warum Autoimmunkrankheiten? Dieses Molekül, was ich gleich sage, ist unfassbar wichtig für die Zellteilungen. Ohne dieses Molekül können keine Zellteilungen bei dir im Körper passieren. Und wenn du zu wenig davon hast, dann passieren fehlerhafte Zellteilungen, nicht suffiziente Zellteilungen. Und es kommt eventuell zu Autoimmunkrankheiten. Denn diese Zellen müssen wieder eliminiert werden, weil sie nicht der Funktion nachgehen können, die sie eigentlich nachgehen sollten. Und ich hatte auch eine Autoimmunkrankheit, eine chronische Nierenentzündung. Und viele Ärzte haben mir gesagt, ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen. In den Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Dialyse bin und so weiter und so fort. Und ich habe meine Werte nur mit meinem Wissen, weil ich wusste, die Ärzte hatten keinen suffizienten holistischen Ansatz, der mir helfen konnte, sondern einfach nur, ich habe früh durchblickt, Symptombekämpfung. Und ich habe mit einigen Mitteln habe ich die Werte auf Normalwerte gebracht, wo der Arzt gesagt hat, du brauchst keine Medikamente mehr. Und das hat unter anderem eventuell, nicht ausschließlich, auch mit diesem Molekül zu tun, weil mein Lebensstil sich gewandelt hat, dass wahrscheinlich auch der Spiegel deutlich gestiegen ist und dadurch auch bessere Zellteilungen passieren konnten, unter anderem. Ja. Heute geht es um das Thema, kein Leben möglich ohne Glutathion. Ich predige das schon seit Jahren, Glutathion, auf diesem Kanal und ein Fakt, der einer der wichtigsten ist, Glutathion ist wichtig, es gibt keine Entgiftung ohne Glutathion bei dir im Körper. Das macht die Stoffe erstmal wasserlöslich, damit sie über die Niere ausgeschieden werden können. Es gibt kein wichtigeres Antioxidanz, kein intrazelluläres Antioxidanz der gesamten Spezies Mensch, als, es gibt nichts Wichtigeres, wirklich, als Glutathion. Ja. Es gibt so viele Faktoren und jetzt mit das Wichtigste überhaupt, keine Zellteilungen ohne Glutathion. An der Zellteilung passiert Folgendes. Wir beschränken uns jetzt einmal auf die DNA, Desoxyribonukleinsäure. Das Molekül beinhaltet deine gesamten Informationen zum Aufbau jeder einzelnen Zelle. Und diese muss perfekt repliziert werden, das heißt verdoppelt werden. Nur wenn das perfekt passiert, hast du danach auch eine perfekt gleich wie zuvor die andere funktionierende Zelle, die diese substituieren kann. Zum Beispiel sagt, hey Bruder, du musst jetzt gehen, du hast Feierabend. Jetzt komme ich, ja? Oder du gehst in den Ruhestand, so besser gesagt, ja? Jetzt komme ich, so. Und da muss genau eine perfekte Zellteilung passieren. Das kann nur mit Glutathion passieren. Nur dadurch wurde das Leben überhaupt möglich, ja? Also, wenn das nicht passiert, dann passiert Folgendes. Der Körper wird die Zellen, die nicht die perfekte Zellteilung durchlebt haben, wieder zerstören. Und Zellen, die sich selbst zerstören von einem eigenen Körper, sind auch Autoimmunkrankheiten, ja? Des Weiteren, wenn diese Zellen nicht perfekt alles haben, was sie benötigen zur Zellteilung und danach auch zur Funktion, dann werden diese Zellen nicht die hundertprozentige Leistung bringen und dann kommt es zu Erschöpfung, Organversagen, diese ganzen Sachen, ja? So, wenn zum Beispiel bestimmte Moleküle fehlen, wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäure, die sich einlagert in der Membran und dadurch sind die Zellen überhaupt richtig fluide, das heißt beweglich ja auch, ja? Wenn das nicht da ist, dann werden diese Zellen nicht so lange leben. Die roten Blutkörperchen, 120 Tage normalerweise, das ist auch immer das große Faszinosum. Viele Menschen denken, sie nehmen etwas ein. Dabei leben zum Beispiel die roten Blutkörperchen, die wirklich maßgeblich darüber entscheidend sind über deine Gesundheit, weil die Sauerstoff transportieren und vor allen Dingen, weil die Antioxidantien sind, wenn sie später wieder abgebaut werden. Ja? Bilirubin und so weiter. Kommt noch ein Video dazu. Das merkt man ja erst nach 120 Tagen, rein theoretisch. Weil die leben ja erstmal 120 Tage, die Alten noch. Ja, so. Versteht ihr? Das braucht alles seine Zeit. Ja? Aber was ich damit sagen möchte, ist, die Funktion kann eingeschränkt werden, wenn die Zelle nicht alles das bekommt, was sie braucht. Und das ist definitiv Glutathion. Ja? So, es gibt die RNA und die DNA. Ja, ich habe in meinem Video RNA, könnt ihr hier gerne oben mal schauen. Oder da. Was
die RNA macht und was sie ist, ja, so, und die DNA. Wir wissen aber alle, unsere Zelle beinhaltet die DNA, nicht die RNA. Die RNA, ganz kurz, macht nur das, sie trägt einen Notizzettel, wie ich ihn trage, von deinem Zellkern, abgeschrieben von deiner DNA, zu einer Proteinfabrik, das dann dementsprechend Proteine aufbaut mit dem Bauplan, der aus der DNA kommt, weil die DNA den Zellkern nicht verlassen kann, okay? Deshalb macht es die RNA. So, jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Die RNA und die DNA unterscheiden sich. Wir sehen einmal hier beide. Wir sehen am zweiten Kohlenstoffatom, sehen wir den Unterschied. Wir haben da eine Hydroxygruppe, OH, und bei der DNA sehen wir ein H, ein Wasserstoff. Ja? Damit unterscheiden die sich. Das große Problem ist das. Erstens, die DNA kommt nicht in deinem Stoffwechsel vor. Das heißt, sie muss gebildet werden aus der RNA. Und damit DNA gebildet werden kann, braucht sie Glutathion. Das Problem ist jetzt das, die RNA, warum ist die RNA nicht zu unserer DNA geworden? Ist ja voll umständlich, die muss ja erstmal umgewandelt werden. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Ja, wer macht denn sowas? Ja, das hat, also die Natur ist nicht perfekt, dein Körper funktioniert sehr, sehr gut, aber er ist nicht perfekt, er lässt ja auch Radikale entstehen in der Atmungskette und so weiter und so fort. Aber dafür hat er Mechanismen trotzdem entwickelt, um diese Lücken zu füllen, um diese Pflaster drauf zu kleben. Und hier ist auch ein Beispiel, dass der Körper die DNA erstmal bilden kann, muss, ja. Weil die RNA ist instabil. Und zwar, das seht ihr hier. Wenn du die RNA anschaust, haben wir unten eine Hydroxygruppe. Und die kann mit Hilfe von Wasser, mit Hydrolyse, gespalten werden. Wenn ein Wasserstoffatom addiert wird, geht Wasser raus. Wir haben OH, ein H von dem Wasser kommt rein, dann haben wir wieder H2O. Ja, und die restlichen, was überbleibt, dieses OH, das addiert sich wieder da dran. Das heißt, es kann gespalten werden. Und das darf auf keinen Fall passieren in deiner DNA, das wollen wir ja nicht. Die DNA hingegen kann das nicht, weil die hat keine OH-Gruppe, wo ganz einfach ein Proton Wasser abspalten könnte. Von daher ist sie stabil. Jetzt kommt zum Mechanismus. Ribonukleotide, Desoxyribonukleotide, RNA, DNA. So, ein großer Unterschied war ja der. Wir schauen uns hier die RNA an. Wir haben unten eine OH-Gruppe. Und wir wissen ja gerade, die ist anfällig für was? Wenn ein Wasserstoffatom da noch dazukommt, dann haben wir H, H und O. Und H, H und O ist H2O, Wasser. Und das kann abgespalten werden. Das heißt, wir brauchen ein Molekül. Und das ist das Glutareduxin, ja, es ist wirklich sehr einfallsreich, aber genau das passiert. Es wird durch Glutathion reduziert, das heißt, es bekommt das von Glutathion, damit RNA zu DNA werden kann. Glutareduxin. Also, wir schauen uns jetzt nochmal die RNA an. So, und sie braucht jetzt, wie wir gelernt haben, einen Wasserstoff. Und danach kann das Wasser rausgehen, damit wir diesen Platz hier schon mal frei haben am 2-Kohlenstoff, damit da, wie bei der DNA hier, nur ein H steht. Und das wollen wir. Das ist ja die stabile Form. Wie kriegen wir das hin? Wir brauchen zwei Hs. Wir brauchen ein H, damit das Wasser hier abgespalten werden kann. Zack. Und ein H, das sich dann addiert an die DNA. Und genauso sieht Glutareduxin aus. Der Körper hat es geschafft. Glutareduxin hat eine SH-Gruppe. Und da sind zwei Wasserstoffe enthalten. Also das eine Wasserstoff geht jetzt an die RNA, spaltet Wasser ab, hat eine freie Stelle raus. Das andere H addiert sich an die RNA und wird zu DNA, sehen wir hier. Ja, mit einem Wasserstoff nur. Und das H2O geht natürlich raus. Ja? So. Jetzt kommt ein ganz, ganz großer Fakt. Warum hat Glutathion überhaupt eine Rolle zu spielen dort? Das Glutareduxin, ja, ist ja jetzt quasi nur noch ohne Hs. Ja, man sieht hier in der Reaktionsgleichung ebenfalls nur noch GRS und nicht mehr GRSH. Die beiden Wasserstoffe sind ja verbraucht worden, um aus RNA DNA zu machen. Wo bekommt es jetzt diese wieder her? Und diese bekommt es von Glutathion her. Denn Glutathion, wir brauchen zwei Glutathionmoleküle, folgende Reaktion. Zweimal Glutathion ist GSH, es ist ein Tripeptid. Folgendes, diese beiden Wasserstoffe von dem Glutathion werden jetzt übertragen wieder auf Glutareduxin. Und dann wird Glutareduxin wieder zu dem SH2. Und da sind die beiden Wasserstoffe wieder. Das Glutathion wird zu GSSG, das wird oxidiert. Und das wird dann wieder regeneriert durch NADPH plus H+. Das entsteht zum Beispiel ist ein Nebenzweig, wenn du Zucker isst,
In der Glykolyse gibt es einen Nebenzweig, das ist der Pentophosphatweg, da wird dieses NADPH gebildet. Das ist auch sehr, sehr wichtig übrigens, das NADPH, da habe ich ebenfalls schon mal ein Video darüber gemacht, das sorgt dafür, dass so ein Immunsystem funktioniert. Denn das entsteht, lässt Radikale entstehen, damit diese Radikale Erreger töten. Auch sehr, sehr spannend, ja. Also ihr versteht, Glutathion kann immer nur dieses Molekül wieder regenerieren, damit du weitere aus RNA, DNAs bauen kannst. Und wenn du kein Glutathion hast, dann hast du ein Problem. Was kann man machen? Also Glutathion ist folgendes. Es ist ein Tripeptid. Du kannst es nicht aufnehmen. Es geht gar nicht. Du musst es entweder intravenös zuführen oder liposomal. Ja? So. Oder du, ganz einfach, wir bieten es auch an, liposomal, aber bevor, Moment. Dein Körper bildet es auch selber. Aber es kann dazu führen, dass bestimmte Gegebenheiten... Sind das Affen oder was? Auf jeden Fall, es kann dazu führen, dass dein Spiegel sinkt. Und zwar folgendes. Wenn du zum Beispiel belastet bist durch Umweltgifte als allererstes, ja, dazu gehören allen voran Schwermetalle, ja, allgemein Chemikalien, die du aufnimmst, zum Beispiel über deine Pflegeprodukte, die du aufnimmst über Farbstoffe, allein schon bei der Kleidung, ja, die du aufnimmst durch die Luft, ja, also Pestizide, weil du kein Bio kaufst. Es gibt ganz viele Quellen, die unter anderem auch Radikale bei dir im Körper erzeugen, ja, auch wie auch Schwermetalle und so weiter, das auch ganz massiv zum Beispiel tun. Und Glutathion ist ebenfalls ein Antioxidant und damit eines der wichtigsten. Wenn du jetzt sehr viel Radikalaufkommen bei dir hast, auch durch die falsche Ernährung, viel Braten und solche ganzen Sachen, führen auch zu radikalen Sauerstoffspezien bei dir im Körper, dann passiert Folgendes, das Glutathion wird verbraucht als Antioxidant, um das, was du alles deinem Körper antust, wieder zu löschen, kann dafür aber nicht mehr suffizient zurückgehalten werden für Zellteilungen, für die Entgiftung zum Beispiel in der Leber und so weiter. Es kann nicht überall sein, versteht ihr das Glutathion? Von daher als allererstes Giftquellen meiden. Deshalb habe ich vor kurzem auch ein Video gemacht über unsere Pflegeprodukte halt, ja, weil da wirklich auch keine... Guck ich das Video am besten nochmal an. Ja, über die Pflegeprodukte. Es gibt übrigens gerade eine Osteraktion. Was ich aber sagen möchte ist, die Giftquellen versuchen massiv zu senken halt, ja. So, des Weiteren auch Sport, ja. Und zwar Sport, warum? Also, jedes Mal, wenn du Sport treibst, müssen deine Mitochondrien, deine Kraftwerke der Zellen arbeiten. Wenn die arbeiten, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, entstehen auch Radikale. So, und weil unter anderem Glutathion auch ein sehr, sehr wichtiges Antioxidant ist, weiß dein Körper, es werden jetzt mehr Antioxidantien gebraucht, weil jetzt mehr gehobelt wird. Das heißt, dein Körper wird mehr Antioxidantien produzieren, unter anderem auch Superoxid, Dismutase, Katalase und so weiter, Glutathion, Redoxtase, aber unter anderem auch Glutathion. Und das Schöne ist, dass dein Körper kann nicht abwiegen, wie viel du ungefähr dafür brauchst. Dein Körper produziert lieber etwas zu viel als zu wenig. Und dieser kleine Überschuss, das ist das, was Leute messen in Meta-Analysen, wenn sie sehen, dass Sport die Antioxidantien des Körpers hochtreibt. Weil immer ein kleiner Rest zurückbleibt, der nicht gebraucht worden ist. Okay? Von daher als allererstes auch Sport ganz, ganz wichtig. Ja? Und dann natürlich auch die Ernährung. Das heißt, es gibt eine antioxidativreiche Ernährung. Ja? Und es gibt eine arme. Viele Pflanzen enthalten sehr, sehr starke Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, die sehr, sehr starke Antioxidantien sind. Vitamin E, Vitamin C, Polyphenole. Diese helfen deinem Körper, dass das Glutathion nicht verbraucht werden muss. Daher gibt es sehr viele Analysen von sekundären Pflanzenstoffen, die dazu führen, ich habe unter anderem ein Video gemacht zu unserem Pilzkomplex auch, ja, die dazu geführt haben, dass Glutathion gestiegen ist. Weil der Körper denkt, er braucht immer noch die gleiche Menge. Jetzt kommt aber etwas dazu, die dem Glutathion etwas Arbeit abnimmt, und zwar als Antioxidant. Und dann wird etwas Glutathion überbleiben. Das heißt, die Ernährung ist auch maßgeblich entscheidend dafür. Und wer es wirklich sehr hohe Konzentration von Glutathion erreichen möchte, der kann dann zum Beispiel auch supplementieren. Ja, wir haben auch ein Glutathion liposomales, dazu haben wir auch eine Studie gemacht. Das seht ihr hier zum Beispiel, dass diese Konzentration auch deutlich gestiegen ist dadurch. Ja. Dankeschön für die Aufmerksamkeit, Dankeschön fürs Zusehen und vor allen Dingen auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen. Da bekommt ihr auch alles, wovon ich gerade geredet habe. Viel Spaß dabei, bis gleich auf purazell.de. Ciao.